Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kompass ohne Norden Box von Prince P. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kompass ohne Norden von Prince P. Das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 11. Album von Prince P. Wir haben hier den guten Mann abgebildet auf dem Cover mit Mütze und Sonnenbrille. Limited Premium Box, lesen wir darüber. Dann haben wir so einen weißen Rahmen rundum. Und darunter lesen wir dann Prince P. Kompass ohne Norden. Dann gibt es hier noch einen FSK 16 Hinweis. Also wir werden hier auch Filmmaterial vorfinden. Das wurde allerdings draufgeklebt und nicht draufgedruckt. Das ist schon mal gut. Auf der rechten Seite lesen wir auch wieder Interpret, Albumtitel, Limited Premium Box. Und darunter gibt es dann noch die Katalognummer. Auf der linken Seite nochmals das gleiche. Und auf der Rückseite haben wir dann das Logo zum Album. Limited Premium Box auch hier wieder. Dann einen Barcode, Size L. Und dann haben wir hier die Inhalte. Album-CD, Bonus-DVD, Bonus-Autogrammkarte, Bonus-Buch, Bonus-Shirt, Bonus-Sticker. Also alles Bonus scheinbar. Und dann hier noch die Beteiligten. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Die Box ist hier mit einem Pappschuber gekommen. Bedeutet, man kann das hier lösen. Pappschuber machen wir zur Seite. Und dann kommt hier die eigentliche Box zum Vorschein. Die ist ähnlich gestaltet, allerdings dann hier die drei Seiten in weiß. Auf der linken Seite, wie auf dem Pappschuber schon zu sehen gewesen. Und hier die Rückseite, auch hier auf dem Schuber. Okay, so, dann machen wir das Ganze auf. Hier oben den Deckel. Als erstes kommt uns hier entgegen das offizielle Logbuch. Okay, also hier so ein gebundenes Buch. Dann haben wir ein Shirt mit dabei, eine Autogrammkarte, Sticker, jede Menge Sticker, 3, 4, 5, 6 Sticker, die Instrumentals zum Album, die hat man hier in eine durchsichtige Hülle, in so eine Klarsichthülle gepackt und dann haben wir noch, gar nicht so einfach, das Album an sich. So, das Ganze war hier aufbewahrt in so einem schwarzen Einleger. Genau, also hier findet das Album gut Platz. Die Box machen wir auch mal wieder zur Seite. Und dann starten wir direkt mit dem Album. Der Rest kommt derweil noch zur Seite. So. Gut, wir haben hier das Album Kompass ohne Norden in einem sehr speziellen Case, denn auch hier haben wir wieder einen Schuber, allerdings einen Plastik, einen Kunst, ja doch, Kunststoffschuber, kein Pappschuber. Also hier lesen wir einmal Kompass ohne Norden MMX111, also römisch für 2013. Kennedy Records Berlin, auch wieder MMX123, Prince P Premium Edition. Okay, es sieht tatsächlich so aus, als hätte dieser Kompass kein Norden, denn wir haben hier Osten, Süden, Westen. Und statt Norden haben wir hier das Logo von P. Also P hier statt Norden. Ansonsten der Schuber hier komplett in Schwarz. Und das Silber ist hier auch so in so einer Glanz, ja, es glänzt auf jeden Fall extrem. Sieht echt gut aus. So, das Album an sich kommt in einem regulären Jewel Case. Hier lesen wir Premium Edition, Prince P, Kompass ohne Norden. Vom Cover her, wie auch schon die Box. Auf der Seite auch nochmal. Und dann kommen wir zum Album, zur Tracklist an sich. Album-CD hat 15 Tracks, wobei 14 und 15 hier Bonus-Tracks sind. Okay. Feature ist hier, soweit ich sehen kann, eines angegeben, und zwar auf dem Track 5 haben wir ein Feature von Casper, sonst kann ich hier kein Feature sehen. Und dann haben wir hier noch Bonus-Live- und Interview-DVD.
Also, hier nochmal 18 Anspielnummern auf der DVD. Das alles gibt es hier. Gut, dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Als erstes kommen wir zum Booklet, das unfassbar dick sein dürfte. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Man kriegt es kaum raus. Eieiei. Oh. Junge. Also das ist echt ein Kampf, dieses Booklet hier rauszulösen. Ja, es ist nämlich auch so ganz spezielles Kartonpapier. Deswegen ist das wahrscheinlich auch noch besonders dick und auch noch sehr vielseitig. So, was haben wir hier? Die Infos zum Album, okay. Also, die Beteiligten haben wir hier drauf. Dann haben wir einzelne Fotos bzw. Illustrationen. Dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Einerseits, wer hier Musik und Text beigesteuert hat, aber auch natürlich die gesamten Lyrics. Wunderbar. Und scheinbar, jawohl, hat hier wirklich jeder Song eine Doppelseite. Also die gesamten Lyrics, die Infos zum Track, aber dann auch solche passenden Zeichnungen, so Illustrationen zu den Tracks dazu. Sehr schön. Und so zieht sich das durch. Genau, hier das Feature von Casper. Und so sieht das dann aus. Ja, wie gesagt, ein sehr umfangreiches Booklet. Ich werde das jetzt mal hier ein bisschen beschleunigen beim Durchblättern. Aber ihr seht selbst sehr, sehr, sehr viel Text und jede Menge Zeichnungen, Illustrationen. Okay. So. Dann zum Abschluss auch nochmal die Credits zur DVD. Für alle jene, die sich fragen, ob ich meine Texte nur für sie geschrieben habe, ja, habe ich jeden einzelnen. Schöne Worte. So, dann packen wir das Booklet wieder zurück. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Es ist nämlich echt sehr streng rausgegangen. Dementsprechend wird es auch sehr streng vermutlich reingehen. Alter. Ja, ich krieg's tatsächlich gar nicht von der Seite rein. Wir werden mal schauen. Eventuell mache ich das dann im Nachhinein nach diesem Video. So, die CD in feinster Vinyloptik, also sieht tatsächlich aus wie so eine Schallplatte in Schwarz und hat auch wirklich die Rillen mit eingearbeitet. Das sieht echt heftig aus. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs im Licht sehen. Ja, oh ja, man sieht die Rillen. So sieht das aus. In der Mitte in lila und weiß. Also, komplett hier in Vinyloptik, selbst die Rückseite in Schwarz eingefärbt. Das gefällt mir echt sehr gut, diese Detailarbeit. Dann kommen wir zur DVD. Die sieht so aus. Premium DVD Edition. Ganz klassisch. So. Das war's zu dem Album. Packen das mal wieder rein. Booklet bleibt dabei auf der Seite. Dann haben wir mit dabei Sticker. Nein, bevor wir zu den Stickern kommen, die Instrumentals. Ja, auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass Instrumentals dabei sind. Auf der anderen Seite finde ich das ein bisschen schlecht, dass das so gelöst wurde. Man hat hier das Jewel Case genommen und okay, die Rückseite war jetzt blockiert von der DVD. Aber ja, das finde ich dann doch irgendwie nicht ganz so elegant gelöst. Man hat hier einfach so eine Klarsichthülle genommen. Das ist die Instrumental-CD. Ja. Also, besser als so etwas finde ich dann sogar noch diese ganz vielen Papphüllen. Aber ja, hat man so gelöst. Dann haben wir mit dabei Sticker, 6 Stück an der Zahl. Einmal diesen hier. Wir meinten immer nur einander, wenn wir Glück sagten. Rechteckig in Schwarz und Weiß. Also so einzelne Songzeilen von Pi hier. Die Songs, die wir sangen bei Tag und schrien bei Nacht, waren wir schwach, treten wir laut und liehen uns Macht. Dann haben wir noch Logo-Sticker, einmal quadratisch hier, Prinz Pi, Kompass ohne Norden, Keine Liebe Records, Berlin, Germany. Dann nochmal kreisförmig hier in blau und weiß, das Kompass ohne Norden Logo.
dann einmal dieses hier. Ist vom Format her wie eine Postkarte im Querformat 100 Mal. Und dann Prinz Pi, unser Platz. Das sieht für mich so ein bisschen aus wie so amerikanische Universität, so Harvard-mäßig. Ja, so sieht das aus. Also, 6 Sticker hier mit dabei. Dann haben wir eine Autogrammkarte, Prinz Pi. Und das sieht echt heftig aus. Also, das habe ich absolut noch nie gesehen. Das ist für mich eine Premiere bei Autogrammkarten, dass man hier wie so ein, ja, wie so eine Prägung, fast schon wie ein Wasserzeichen, hier dieses Siegel, dieses Logo von Kompass ohne Norden hier mit integriert hat über das Gesicht. Das sieht echt mächtig aus. Also, heftige Autogrammkarte. Hier mit schwarzem Stift unterschrieben Prinz Pi. Auf der Rückseite. Sie sagten, dass alles nur eine Reise sei, wo nur dann mal Pause ist in den kurzen Momenten, wo du zu Hause bist. Also, die Autogrammkarte im Hochformat. Dann haben wir ein Shirt mit dabei. In dunkelblau und weiß. Auch hier wieder das Logo zum Album Kompass ohne Norden. Hier über dem Pi-Logo sogar dann noch ein großer Stern, vermutlich der Nordstern. Die Rückseite blank, also hier sind keine Aufdrucke oder irgendwas zu sehen. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton, 100% Baumwolle, und das Ganze kommt, wo steht's? Ja, made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch dieses Buch, das sogenannte Logbuch. Also das kennt man vielleicht so aus der Schifffahrt, aus der Seefahrt. Da werden dann Logbücher geführt an Bord. Kompass ohne Norden, offizielles Logbuch. Auf der Seite lesen wir das auch nochmal in Silber. Rückseite blankblau. Und dann schauen wir mal hinein. So, eventuell haben wir ein Inhaltsverzeichnis. Also hier haben wir mal eine Widmung, einen Brief an den Hörer. Okay, nein, es gibt hier scheinbar kein... Oder hey, da habe ich jetzt überblättert. Ich hätte jetzt zumindest keines gesehen. Nein. Also es gibt kein Inhaltsverzeichnis. Aber es gibt hier diverse Fotos und natürlich auch jede Menge Text. Ich erspare euch das jetzt mal im Detail, aber ihr seht selbst, es gibt hier wirklich unfassbar viel Text. Jede Menge Fotos, die so ein bisschen das Album begleiten, also den Entstehungsprozess, ein Blick hinter die Kulissen, in die Gedankenwelt des Friedrich Kautz, all das kann man hier in diesem Logbuch nachlesen bzw. nachschauen. Ja, sehr gut. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Logbuch. Dann haben wir das Shirt in der Größe L. Die unterschriebene Autogrammkarte mit diesem Siegel, mit diesem Spezialdruck hier drauf. Sticker, 2 davon im Querformat zur Postkartengröße. Dann einmal kreisförmig, quadratisch und zweimal rechteckig. Also insgesamt 6 Stück. Die Instrumentals zum Album in dieser Klarsichthülle. Und natürlich das Album an sich im Jewelcase in diesem Plastikschuber inklusive DVD. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Kompass ohne Norden von Prinz Pi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Prinz Pi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.